Ich spüre es in der Luft. Was spürst du? Vibration, die was ist es? Aber heute wird eine gute Folge. Ernsthaft? Heute wird eine Boss-Folge. Heute machen wir richtig große Fortschritte. Und heute machen wir richtig was kaputt. Bis gleich. Nice. Kannst du nicht erwarten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Knall, Hart, Durchgenommen mit Nils und Florentin. Und wir sind weiterhin unter der Unterstützung von Bianca und Heiner, die uns hier ein fantastisches Bonfire geschickt haben. Mm. Vielen, vielen Dank, da kann man sich schön das Herz und die Hände dran wärmen. Ah, die Seelen auch, ja. Das Herz und die Hände. Das natürlich auch immer noch mit dabei unser Ballisto-Basilisk, der uns tapfer den Rücken stärkt. Oh, und das, aber der kann das ab, der ist halt so flink, ne? Ich mag diese riesigen Schuppen. Das ist ja, wenn du sechs Arme hast, kannst du ja ganz sich sehr leicht balancieren eigentlich. Und auch so einen guten Körperschwerpunkt, ne? Der kann eigentlich gar nicht besiegt werden. Aber er hat halt nur ein Auge. Und die Frage ist, wer war kühn genug, ihm ein Auge auszustechen? Das ist ein blinder Ballisto-Basilisk. Einäugiger. Es ist aber natürlich zum Zielen, es ist natürlich für einen Basilisken-Basilisk, besser, nur ein Auge zu haben, dann muss er das nicht zukneifen, weil die haben ja, können die ein Auge zukneifen? Basilisken. Das kann du sein. Du meinst, wenn sie ihren Versteinerungsstrahl machen oder was? Das weiß ich gar nicht. Nee, der Basilisken-Basilisk operiert ja die Basiliske. Der benutzt die ja die riesigen Basilisken. Ja, genau. Ja. Und wenn der jetzt als junger Basilisk wird gesagt, pass auf, du wirst eingeteilt, dann wird ihm ein Auge entfernt, weil die können, Basilisken können nicht nur ein Auge schließen. Und beim Zielen musst du ja ein Auge schließen. Das ist natürlich tragisch, unsere Feindschaft. Gegen ihn war groß. Was macht Labo Paus denn eigentlich? Ich glaube, der wärmt sich gerade auf ein bisschen. Ja. Ich mache nichts. Ich mache überhaupt nichts. Nee, der macht gar nichts. Bisschen Steps. Aber bisschen der macht sich einfach schon mal ein bisschen warm für die Folge. Einfach nochmal so ein bisschen durch. Einmal die Knie warm machen. Einfach so. Heute ist ein guter Tag für Labo Paus. Heute mache ich richtig große Erfolge. Heute werde ich den an, die Aschenden. Der hat doch auch keine Ahnung von der Lore. Als ob der genau wüsste. Ja, ich habe gerade den Aschenden, geheiligten Aschenden-Komplott aufgedeckt und jetzt muss ich hier den Täter finden. Wir waren hier gerade in der Estos-Küche von unserem guten alten Freund Siegwart von Katharina. Oh, bitte nicht ihn aus Versehen aufspießen. Der uns ein leckeres Süppchen gekocht hat, das schon leer ist. Und jetzt gehen wir hier weiter. Wir sind gerade auf dem Weg zur großen Boss-Tür, die wir zwar sehen, aber nicht erreichen konnten. So sieht das aus. Was natürlich immer frustrierend ist. Ich mag aber solche Räume, die Details. Da eben gerade über diesen Feuerstellen wieder diese Topfhalter, diese dreifüßigen Topfhalter auf diese Heizlöcher gestellt sind und so. Da ist jetzt nix, aber was haben wir denn hier noch? Warte mal, war dahinter was? Bei dem anderen? Jetzt habe ich irgendwie auch den Anspruch, mal so eine geheime Tür zu finden, nachdem du das gefunden hast. Irgendwo werde ich jetzt auch eine geheime Tür. Guck mal, wie die Töpfe da gestapelt sind, das ist doch einfach herzallerliebst. Ah, kommen wir wieder zurück in die Burg. Aha! Okay. Oh, wie geil das aussieht, okay. Dieser Saal. Dieser Alles Teppich. Klar. Das ist doch mal ein Empfangssaal. Sieht das geil aus, das oder was? Das ist der hier auch so schön, oder? Das ist wunderbar. Zwei Hocker. Ein Gemälde. Schönes Gemälde. Ist es die Welt im Gemälde, wo wir waren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir waren doch in der Gemälde und da direkt den Kerzenleuchter davor. Das ist eine Sicherheitsgefahr. Das, das muss man ausschalten. Sich beheben. Ja, du hast recht, da war was. Aha, Wahnsinn. Ah, ich finde das großartig, auch der Teppich, wie der Teppich so gewellt ist, weil den niemand mehr glatt macht. Denk dran, dass ein Typ steht, das weißt du, ne? Dem du dich gerade näherst. Oh, der kann das ab. Ist da wieder so ein scheiß fucking Bogen-Encounter? Was ist denn das in diesem Spiel mit diesen scheiß Ads immer? Warum kann ich denn nicht mal gegen einen Gegner kämpfen? Hat der einen Riesenbogen, ey. Mario gegen Wario. Link gegen Ganondorf. Und hier immer so, ja, gegen den Ritter von Karaso mit 5 Bogenschützen und 3 Ads und 4 Untoten daneben. Ich mach den. Ja. Ich weiß gar nicht, wie du startest, glaube ich. Mich nerven diese Ad-Kämpfe. Entschuldigung, ich weiß, ich will die Stimmung nicht schon direkt runterziehen. Aber ich bin einfach ein Mensch, der lebt vom 1v1. Ah, nee, wo muss ich jetzt hin? Ja, richtig, richtig. Das war richtig.
Und dann durch die Wassernudelei wieder durch. Ja, wenn ich, also wenn du an den. Ja, ja, aber ich glaube, ich erinnere mich. So weit ist es. Kommst, nö, so weit ist es nicht. Nee. Jetzt muss ich nur an den Schabenwesen. Nagen, aber. Ja. Und du siehst Schaben in denen? Hinten war die Treppe, ne? Mhm. Irgendwo links, ja. Da hinten, ja. Ja, nicht rennen zu können, ist halt hier ein kleines. Aber hast du eigentlich in dieser Kleintür da drin? Gegenüber? Nein. Ja, was ja auch merkst du dir gerne, merkst du ja, dir bitte. Merke ich mir. Da liegen schon die Seelen und leuchten uns den Weg. Aber wenn ich hier rechts kämpfe, kann der Bogenmeier dann nichts machen, oder was? Nee, da ist er. Kannst du ja auch, genau, du hast ja auch. Zur Verfügung. Erstmal ein Warnschuss. Hat der einen riesen Bogen. Ja, gib ihm. Oh. Der macht einfach eine Ansage. Alter, was da drin steckt, ey. Es ist irgendwie nicht fair verteilt. Boah, alter Schwede. Auf was haben die sich eingestellt? Auf welche Form von Gegner? Aber kann man? Haben wir nicht getroffen. Wow. Das wird ein. Ah, ich glaube, das ist machbar. Ich will mal einmal eine Nils-Strategie machen. Nee, nennen das jetzt bitte nicht Nils-Strategie. Bei mir klappt's ja. Das ist ja eine Artillerie. Ja, das ist ein guter Blick. Und. Oh. Oh, meine Pfeile, warum schon meine Pfeile? Warte mal, denn lass uns jetzt mal die Brandpfeile nehmen. Kannst auch, ja, kannst du gerne machen. Du kannst aber jetzt mit Leben R. Ganz kurz, mit R2 hast du noch die anderen, ne? Also du kannst, hast ja zwei Köcher. Das eine ist L1, das andere ist R2. R1 und R2, Entschuldigung. Jetzt hast du nämlich die 99. Nimm mal die 0 weg. Genau. Warum hat man zwei Köcher in diesem Spiel? Kannst du zwei Arten Pfeile ausrüsten einfach. Das ist jetzt der Brandpfeil? Ja, je nachdem, was du drückst. Das war jetzt der normale. Gut. Nice, in den roten Bereich. Sehr gut. Was? War das ein Pfeil? Ja. Nicht, dass der andere Typ dich entdeckt. Nee, das war ein Pfeil. Noch einen hast ihn. Oh, sehr gut. Tschüssikowski. Boah, der gibt einem was? 2.500 oder so. So, ich müsste kurz mal einen Arzt aufsuchen, glaube ich. Das sieht auf jeden Fall nicht ganz gesund aus. Alter Schwede. Jetzt verliere ich einfach gegen. Ja, nee, den machst du jetzt mal. Kannst du den backstabben, wenn du dich da langsam ranschleichst? Einmal anwählen, davor stellen und dann R1 drücken. Da geht das ja. Ja. Na, sehr gut. Boah, da noch ein Blitzschwert. Sehr, sehr gut. Oh, göttlicher Segen. Ja. Ah. Okay, drei Wege. Da geht's wahrscheinlich hoch zu dem Bogen, Johnny. Kannst du erstmal bei dem gucken, ob da vielleicht noch Loot liegt oder so. Welchen Tee hast du dir gemacht schon? Pfefferminz. Lecker. So. Ja, ich kenne das bei vielen. Oh, da ist ja noch einer. Dass die das immer mit Kranksein assoziieren. Ja, ich auch. Deswegen das nicht genießen können. Aber mir ist das gar nicht so. Weil ich nie krank bin. Ich bin sehr selten krank tatsächlich. Gut für dich. Oh nein, hau ab! What? Jetzt so einen blauen Klumpi könntest du essen.
Was passiert, wenn ich bei null bin? Bin ich tot oder bin ich? Nee, der ist okay. Wenn er rückwärts geht, ist es, glaube ich, gut. Wenn er vorwärts geht, ist es doof. Oh, das Rätsel mit den drei Tun. Und ich muss die wahre Liebe beweisen. Ist es Kupfer, Silber oder Gold? Oh, das wissen wir nicht. Du hast gesagt, die mit Kette sind immer eine Falle, oder was? Nee, die sind alle gut. Die sind alle lieb. Das sieht man daran, wie die Kette gerollt ist. Ring des Löwen. Ring des Tigers. Smaugs Großhammer. Und Ring des Panthers. Göttlicher Segen mit grünem Pfeil. Warte mal, ist das der Saal, in dem man gegen Ornstein und Smaug gekämpft hat in Dark Souls 1? Aha. Ist das derselbe Saal? War das deswegen Smaugs Hammer? Ja, mach ich wieder den gleichen. Die diesen blauen Schimmer haben, die haben Kälteeffekte. Ja. Da ist flüssiger Stickstoff drin. Also, drei von den Typen in diesem Saal. Könnt gleich mal gucken, was die Ringe überhaupt machen. Entschuldigung. Nein. Heil dich mal lieber. Oh nein, nimmt er auch Schaden? Nimmt er auch fast Schaden? Sehr gut. Ja. Starke Leistung. Was ist denn? Warum sehen wir denn nie einen Brocken? Tja. Ey, wir haben ja wirklich noch einen haben wir mal bekommen vor drei Welten oder so. Ja. Und den zweiten, der kommt nie. Das ist nicht in Ordnung. Die Seltenheit finde ich auch als frech. So, das war das der Obenraum. Okay, also geht's vorne weiter. Was macht denn der Ring, den wir gefunden haben? Ring des Löwen oder sowas hatten wir. Da, verstärkt Konterangriffe bei Stoßwaffen. Haben wir eine Stoßwaffe? Was ist eine Stoßwaffe? Ein Speer, oder? Ja, will ich schon sagen. Haben wir ja gar nicht. Stoßen? Ist das eine geheime Tür? Das ist eine Hiebwaffe, oder? Die wir haben. Hast du ihn jetzt ausgerüstet? Nö. Oh, das ist also man kann natürlich auch mit einem Schwert stoßen, aber das wird ja dann nicht zur Stoßwaffe. Ne? Nee, ich glaube, das ist die Definition müsste eigentlich. Das wäre ja Quatsch. Also die Frage, was ist der Unterschied zwischen Stechen und Stoßen? Ja, berechtigte Frage. Sag mal, komm mal, Homie, wir sind wieder hier in dem... Ja, das sieht doch uns vertraut aus. Wie sind sie auch? Boah, ja, gib ihm auf den Latz. Au! Und immer noch einer von was hinten. Ist ein immer mindestens fünf Gegner auf einmal. Ich finde, wir sollten mal wieder hier so einen Bonfire finden. Ich finde, nach so drei Rittern kann man mal ein Bonfire finden. Halt ich mal. Klar, immer noch mehr. Immer drei gleichzeitig. Wieso haben die jetzt überhaupt sowas gelernt auf einmal? Wieso können die jetzt einmal auch noch Eisklumpen schießen? Oh, Vorsicht. Hinter dir! Schnell weg, die sind zu schnell. Nein! Was ist das denn, dass man immer gegen vier gleichzeitig kämpfen muss? Als musst du die Ritter auch nochmal machen. Fuck, sorry, ey. Das ist echt so mein Frustpunkt. So, ich hab da auch echt keinen Bock mehr zu kämpfen.
wenn da immer 3, 4 Gegner gleichzeitig sind. Lass dich nicht entmutigen. Nee, das entmutigt mich. Das ist einfach, da habe ich, glaube ich, ein tiefes Empfinden von Unfairness. Ich kämpfe gegen einen starken Gegner, gerne. Und wenn ich da 20 Mal dran sterbe, gerne. Gerne. Wenn der krass ist, der hat 20 Fähigkeiten, 2 verschiedene Waffen, gerne. Gerne. Aber ich kämpfe nicht gegen 3 gleichzeitig. Nicht gerne. Will ich nicht machen. Wo ist natürlich die Bewährungsprobe jetzt für Nils? Seine Albtraumkreaturen auf dem Weg zu 19.000 Seelen. Das ist ein Level-Up, den wir dringend brauchen. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann Nils jetzt als Bogenmeister diese Bogenleistung überbieten oder wählt er eine andere Methode, sich hier des Bogenschützens zu entledigen? Wir werden das ist ein Item, ne? Was ist das denn? Gift? Oh, ich hab ein Problem. Mein Lieber, ein Problem. Aber mir geht's gut. Ich wollte nur mal. Ich hatte überlegt, mir doch nochmal das Item anzugucken. Einfach. Ist das jetzt. No, ist Gift oder was? Das ist. Ja, irgendwas, ne? Ernsthaft? Obwohl, warte mal, Asche. Exkrement ist zwar Exkrement bedeckt, aber Asche. Ist immer gut für die Asche ist immer gut, ja. Hat mir natürlich jetzt ein bisschen was gekostet. Naja. Aber egal. Du musst Geld ausgeben, um zu Geld zu verdienen, ja. Sage ich immer, Nils. Erste Businessregel. So, jetzt werde ich natürlich mutig, wie ich bin. Dadurch rushen. Die Frage ist: Der läuft mir aber vermutlich hinterher. Ja. Aber so eine Rüstung ist echt, die hält einen auch zurück. Nee, der ist weg! Ah, okay, sehr, sehr, sehr geil. Der da oben auch? Ja, die, okay, sehr schön. Die waren nur einmalig. Ah, dann ist ja gut. Ach, guck erst mal, wie geil ist allein mit dem Teppich, so mit diesen Falten und so. Also, was das für ein geiles. Ich kann das gar nicht kaputt machen. Ich finde das. Ist das die Madenfrau? Diese Mutter der Wiedergeburt? Möglich. Die Madenmama. Kann auch jede andere Frau sein, aber ja, vielleicht. Meine erste Assoziation ist, das ist die Madendame. Madame Mad. Irgendwas? Ja, hast du geguckt, ne? Ja, klar. Fein säuberlich. Ich lass doch kein Item liegen, Nils. Nee, eben. So, guck mir noch alles an. Ich auch gar nicht. So, jetzt geht das hier los. Da sind irgendwo gleich wieder die Augen. Und die Wölfe und alles. Sagen wir mal langsam jetzt. Dann, guck mal hier. Da kommen sie angewienert. Hallo. Hallo? Also das sind wirklich Schweinehunde, die einen umzingeln. Das ist sehr gut, das Mann. Also es ist echt, die sind perfide, wie die einen umzingeln, richtig. Oh nein, das war dumm von mir. Jetzt könnte ich sterben. Mit ein bisschen Pech. Man sollte sich nicht in die Ecke drängen lassen. Aber die umzingeln einen, das ist echt. Ich kriege mittlerweile echt fast den ganzen Balken von so einer Fläschchen. Das ist schon echt ganz cool. Was die finden? Wenn man das mal alles aufmalen würde, wie lang unser Balken wäre mit allen Estus-Fläschchen, der wäre bestimmt 2, 3 Reihen. Oh ja, bis zum Mond. Einmal bis zum Mond. So, wo war jetzt der Typ, der da hier diese Bälle. Ja, der war einer von diesen Augengeistern, da oben, die da. Augen entstehen. Guck mal, da ist er. Ernsthaft? Tschüss. Oh! Eieiei. Diese Reaktion, das ist unglaublich. Ja. Katzenhaft, wirklich. Gut, gib mir mal die Seelen zurück. Ah, hat sich doch richtig. Oh, Alter. Ich hab noch auf die Seelen gestarrt. Ah, tschüss. My friend. Sind die in der Tür? Nee. Geheimrolle! Meinst du? Ach. Aber wirklich, das ist so wie Lotto spielen, wenn man wirklich ernsthaft glaubt. Ja, das. Ach, ich glaube, diese. Oh, was ist das? Hallo? Muss das sein? Weißt du was? Gegen die werden doch bestimmt Feuerpfeile höchst effizient. Muss das jetzt gerade da sein? Wo war denn da jetzt schon wieder einer?
Da oben. Ach, hör doch auf. Der Sperrfeuer von allen Seiten. What? Wie ist das? Das gibt's doch nicht. Warum ziehst du denn immer so weit über den Kopf? Zieh doch einfach auf den Körper. Ja, aber Kopfschuss gibt auch am meisten Punkte. So, okay. Ja, wer schießt jetzt? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Das ist ja lächerlich. Was? Wo kommt denn jetzt ein Hundimann her? Nehme dich ernst, Hundimann? Ah, oh, das hassen Hunde, wenn sie ernst genommen werden. Das ist ja die große Schwäche. Scheiße, der nimmt uns ernst. Aber sag mal, das war doch jetzt wirklich quatschig, dass da nee, jetzt noch einer kam. Das war Unfug. Das ist gegen alles, was wir über Hunde wissen. Jetzt muss ich da in diese Situation reinraschen. Okay, das ist ein Fahrstuhl oder irgendwas. Ah, okay. Mal kurz mal Ruhe haben hier. Große Titanitschärfe, gefällt mir. So, jetzt können wir mal in Ruhe gucken. Da ist ein Fahrstuhl. Vielleicht ist das ein... Das sieht gut aus. Shortcut oder irgendwas. Den nutzen wir mal. Türen sind immer gut, die führen irgendwo hin. Ist das die Tür da, wo ich denke, dass sie ist? Direkt vor dem Eingang. Ja, geil. Prozessionsmeister. Das ist mega gut. Ja, ist es so gut? Ja, es ist so ein Shortcut, den wir geöffnet haben. Das heißt, wir können... Schneller dahin, wo wir nicht hinwollen. Ja. Ist doch super. Aber nee, da oben ist doch die Kapelle. Das heißt, wir können hier runter durchrushen. Ihr könnt jetzt nach oben rushen und die Seelen nach Hause bringen. Ja, okay. Oder wir gucken mal da weiter, wo es noch weitergeht. Das haben wir ja gerade alle gemacht. Da können wir nochmal irgendwie die Treppe rauf gucken, was da noch ist. Vielleicht geht's hier zum Endboss. Das ist doch jetzt eine erhobene... Könnte schon sein, ja. Die Richtung ist gut. Erhobener Weg. Dann wird der Shortcut auch Sinn machen. Dann könnte man nämlich von dem anderen Bonfire zum Endboss. Was? Oh nein. Schnell. Okay. Unnötig. Alter, die haben, weil die so kleine Messer haben, haben die so gut wie gar keine Schwungzeit. Das heißt, selbst wenn die noch nichts gemacht haben und ich habe schon meinen Schwung aktiviert, können die noch mit so einem kleinen Stich einen so unterbrechen. Ja. Okay, warte. Hier. Aha, aha, okay, da ist ein Item. Was, noch einer? Och, hör doch auf. Noch drei? Hallo? Der hat einfach keine Beine mehr, guck mal, der hat nur so Stumpen. Der konnte nicht aufstehen. Da ist ein Dings. Okay, man kommt immer weiter, ne? Man will nur kurz gucken, dann. Aber das, das sieht super aus. Das ist doch der Endboss. Oh, Nils, ist es soweit. Okay, warte, jetzt gucken wir einmal noch kurz hier runter. Dunkler Gang. Hier ist dieses Item, ne? Ja. Wie die uns einfach auch nicht mehr vom Hocker haut, ne? Obwohl, ich meine, wer weiß, vielleicht, wenn man mehrere Waffen levelt, dann hat man auch mehr Bedarf, ne? Aber es ist schon so gefühlt, dass man, wenn man sie nicht mehr braucht, kommen sie inflationär. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir nochmal irgendwie so diesen Hammer oder so auf upgraden, dass wir wirklich mal so eine Alternativwaffe haben. Ja. Weil so ein Gegner da ist, der irgendwie schläft oder wo man einen ganz harten Schlag braucht. Dann wäre der Hammer vielleicht ganz gut. Wobei der natürlich auf Stärke skaliert, ne? Ja, du hast natürlich recht. Komm, Nils! Ja, ich will nur mal erzählen. Wir müssen nicht länger raus, da waren wir doch schon. Ja, aber jetzt die Frage ist, die ich mir jetzt stelle, ich wollte jetzt den Weg einmal checken. Gut, ich habe jetzt 6 Flakons, aber wir haben auch 26.000 Mark. Aber gut, ich sehe, du möchtest direkt in den
Infight. Nee, du kannst schon nochmal zurückgehen, das ist kein Problem. Wenn wir den Kampf wenn wir Kriegers. Oh, können wir zwei leveln? Nee, ne, 16.000 sind wir jetzt irgend sowas. 32, naja, 6, naja. Könnte schon klappen. Na, meine Güte, wer bist denn du? Was ist denn Sense? Alter, der hat. Jetzt ist aber Sense. Oh, mit Blutungsschaden. Spannend. Alter. Okay, der hat halt auch einfach mal eine mörderische Reichweite. Oh, okay, der hat eine richtig krasse Reichweite. Warte mal. Ich tanze mit dir hier irgendwo hier im Tanzbereich. Der lässt sich auch nicht so leicht außer Ruhe bringen. Super. Richtig, richtig super. Oh, noch einer von denen. Ja, komm her, Homie. Der hat wieder einen Schluckattacke. Oh, Achtung. Ah, super gut. In Deckung gegangen. Staggern. Ah, oh, war ich zu langsam. Hast du gesehen? Mm. Super. 28.000, da bräuchten wir jetzt noch 4.000, 5.000 für zwei Level. Ich meine. Also, und jetzt, ich habe auch nur 4 Flakons. Ist hier nicht noch irgendwo ein Bofi? Das wäre ehrlich gesagt angemessen. Da ist ja hier irgendwo noch ein Shortcut oder sowas. Wir haben jetzt einen bekommen, den haben wir wahrscheinlich auch nicht einfach so bekommen. Das hat er wahrscheinlich auch schon einen Grund gehabt, aber hier geht's auch nochmal runter. Oh, wir sind endlich oben! Ah, hier geht's nochmal runter. Wir können einmal, guck mal, das ist ja wahrscheinlich auch ein wunderbarer Ausblick. Sieh's mal an, wir haben. Oh, sehr schön. Und die wissen überhaupt nicht, dass es ist hier natürlich furchtbar architektonisch, in meinen Augen, dass dieser Weg von 10 Metern hoch einfach mal einmal hier, durch die ganze Gegend. Den hatte ich vergessen, Tini. Yes, der Weg durch. Den hatte ich fast vergessen. Oh, Nils, du bist Meister deines Fachs. Nein. Okay, das ist ja mega geil. Okay, so gut. Das ist wirklich jetzt eine große Hilfe. Du bist so gut zu uns, Nils. Da können wir easy durchrushen dann. Das heißt, nochmal nach Hause? Ja, auf jeden Fall. Yes! Nochmal in die Katakombe des Glücks. Oh, das ist ja wirklich super gut. Wir brauchen diese andere Shortcut war nur ein Ablenkungs-Shortcut. Klasse. So, was holen wir uns? Kondition. Machen wir Ausdauer, ja, Konditionen. Und nochmal Geschicklichkeit. Ja, ne? Konditionen und Geschicklichkeit. Rein da. Untote schätzen diese stumpfen grünen Flakons. So. Dann, mal gucken. Hallo. Tadam. So, also. Dann machen wir einmal Kondition. Jetzt brauchen wir noch 8.000. Kriegen wir easy. Ja. Das waren 5, ne? Ja. Wow. Und dann. Den einen drunter? Den, ne? Gucken, sind das 3 oder 2? 3, perfekt. Perfekt. Jetzt könntest du vielleicht noch die Asche abgeben, wenn die danach ist. Auf jeden Fall machen wir das. Und dann machen wir nochmal eine Runde Geschicklichkeit. So. Mega gut. Und diese kotbeträufelte Asche, Schattenasche. Exkrementenbedeckte Asche. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Es wäre natürlich echt immer gut, wenn man einfach sehen könnte, ja, was Neues ist. Ne? Also es ist. Ja, man weiß es einfach nicht. Hier irgendwelche neuen Kettengamaschen. Ja. Die neuen Pfeile oder so, ne? Okay. Eine Krone. Los geht's, Nils!
Endboss! Du hast, die Ehre des ersten Endboss-Versuchs. Okay. Entferntes Anwesen? Ja, nee. Eine davor. Die Tatsache, dass du dich nicht an den Boss erinnerst, stimmt mich schon mal. Also jetzt habe ich keine Ahnung, wer da ist. Wenn ich ihn sehe, kann das immer sein, dass da noch mal irgendwas getriggert wird in meinem Gehirn. Aber jetzt gerade weiß ich es überhaupt nicht. Gut. Egal, was passiert, beobachten, schnell reagieren, geduldig sein. Ja. Nicht verzweifeln bei Ads. Ja. Nee, das war schon richtig gerade, genau. Und dann durch das Tor, was geöffnet. Also einfach links. Da kann man easy. Da sind nur die zwei Typen mit den Pupillen, die uns aufhalten auf dem Weg zum Boss. Mehr ist da nicht. Oder diese, nee, warte mal, die Sensenmänner, weiß ich nicht, ob die noch kommen. Oh, herrlich, ey, zum Glück haben wir die noch gefunden. Ja, und da ist schon der Dings, guck mal, kannst du direkt durchlaufen. Ey, wobei ich natürlich immer denke, wenn der Weg so kurz ist, dann, Hohepriester. Oh. Das ist wichtig, dass du erstmal wieder ein bisschen die Bänke demolierst. Okay, er kann dich nicht länger ignorieren. Sullivan. Okay, er hat schon mal sein Schwert in Feuer. Oh, Lila rot. Oh, okay, alles klar. Das wird dann doch recht abrupt. Okay. Also, wir haben. Einfach einen so gegeben hat. Ganz eine lockere Handkante, einfach mal so, um warm zu werden. Der hat zwei Schwerter. Okay, wenn er beide Schwerter hochnimmt, was ist denn jetzt? Triggert der so eine Combo, 5er, 6er Combo oder was das war? Boah. Jetzt. Und diese Combo nehmen. Okay. Ich will noch. Ja. Das ist mal blöd, wenn man nur aufs Überleben achtet und gar nicht auf die Angriffe, das ist eigentlich Quatsch. Mhm. Man muss eigentlich schon genau wissen, was er macht und will und wohin er will, was seine Wünsche, seine Träume sind. Absolut. Man muss ihn einfach kennen. Das wäre ganz gut, eine Sitzung vorher mit ihm zu haben, wo man sich einfach mal auf persönlicher Ebene ein bisschen austauschen könnte. Vielleicht. Ja, ich wollte das ja eigentlich ihm anbieten durch diese... Durch das Zerstören seines Interieurs. Genau, das war eigentlich ein Friedensangebot. Ja. Aber fremde Kulturen, ne? Da weiß man nie, wie sowas ankommt. Ja, das stimmt natürlich. Bei uns ist das ja, wenn man irgendwo hinkommt, muss man erstmal ein bisschen Mobiliar zerschlagen. Einfach als Zeichen des Respekts. So habe ich es gelernt. Ja. Let's go, Hohepriester! Sullivan! Hörst du mich? Ja. Da heißt mit Vornamen heißt er übrigens Donny. Hm. Eine Dreiernummer? Kennen wir das? Ja. Dafür kennt man die. Der hat ein Frostschwert und ein Flammenschwert. Ich weiß nicht, ob das Frost oder Magie ist, ja, aber. Och, gibt da einem einen mit. Ja, das ist auch so blöd, ich nenne es die Estus-Falle, dass man nur noch versucht, nochmal zu trinken und dann einfach so viel Schaden kriegt, weil man gar nicht versteht, was passiert. Ja. Null Schaden zugefügt. Absolut richtig. Wollen wir bis zur Werbung, soll ich es mal probieren bis zur Werbung? Ja, probieren. Okay. Hast du ein paar Runs? Das können wir gerne abwechselnd machen, aber... Da die letzten zwei Bosse alle du gemacht hast, habe ich jetzt auch ein bisschen Bosshunger. Alter, das ist, ich finde das wunderbar, dass du ehrgeizig bist. Ich will das sehen. Ich will sehen, wie du das meisterst. Kann man dem ersten überhaupt ausweichen? Ist das menschlich überhaupt machbar, eine solche Reflex?
Ja, ja. Das ist absolut machbar. Servus. Guck mal, wie das geht. Ich glaube auch hier tendenziell. Ah, okay. Ich habe das Gefühl, wenn man so auf Mittelreichweite ist, so wie du jetzt, hat der einfach ein ziemliches Portfolio an Attacken. Ich glaube, man muss näher an ihn ran und versuchen, hinter ihm zu bleiben oder so. Ja, stark. Guck mal. Das war starke Attacke. Was soll man da machen? Der Stich mit der blauen Waffe ist so schnell. Ja, der ist ansatzlos. Ja. Also ich glaube, du eben hast du einmal ihn, glaube ich, von hinten erwischt oder so und hast richtig viel Schaden gemacht. Ja, ich glaube, das stimmt schon, was du gesagt hast. Ne? Du meintest ja mal als Grundregel nah, es fühlt sich gefährlicher an, ist aber oft sicherer. Ja, weil du siehst ja, sobald du so 5 Meter von ihm weggehst, um dich zu heilen oder so, hat er so einfach 2, 3 krasse Attacken, die sofort die so schnell sind, das ja. überbrücken, diese Distanz, sodass du entweder mega weit weg und da hat er wahrscheinlich wieder eine andere. Also der ist einfach zu schnell. Nah kann man halt nicht gut trinken, ne? Das ist richtig. Das Ding. Ja, das ist natürlich völlig richtig. Aber vielleicht gibt's auch da nach einer Rolle, wenn du dich dann gegen eine Attacke, sondern fürs Trinken entscheidest. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Beides ist natürlich nicht möglich, klar. Also erst hauen und dann trinken, kannst vergessen. Boah, nach hinten ausgekeilt, einfach eine Rückhand. Stark. Das sind aber so viele. 2. Ich glaube, da braucht man immer nur einen Schlag. Ja, das ist halt dumm. Ja, gut. Sehr gut. Ja, Leute. Gut. Ja, jetzt hast du ihm gut gegeben. Da war, hat er seinen Rücken kurz gezeigt. Super. Vier. Da verbrate ich halt 3 Rollen, bevor er überhaupt angreift. Mhm. Auch weil ich so Angst habe. Also da gibt's glaube ich keine Chance, wenn er einmal in seiner Choreo drin ist. Ja, wenn er einmal seine tänzelt, aber da kommt er super raus, genau 2. Oh, jetzt kommt wieder Doppelangriff. Aber es war nicht so schlecht. Eine Sache noch als Tipp, überleg dir wirklich, ob du das Schild nutzen möchtest oder nicht, weil wenn du es nicht zum Blocken nutzt. Ja. Du machst halt wesentlich mehr Schaden, wenn du es zweihändig führst. Ja, das stimmt. Und den Effekt kriegen wir trotzdem. Ja, bei Bossen sind Schilde oft dann nicht so ein Ding, ne, oder? Ja, wenn der das, so viel Schaden macht. Genau, wenn der dich mit einem Schlag deine komplette Stamina wegkloppt und dann kommt sofort danach der nächste Schlag, dann. Und du bist ja auch echt in diesem Roll. Ich spiele ja auch so. Ich spiele ja auch mehr mit Rollen. Ich blocke eigentlich ja auch kaum. Von daher du bist ja auch von dir gelernt, ne? Also das ist ja klar. Ja, ich meine, nochmal, das habe ich dir, glaube ich, zu Anfang auch gesagt, ich kann dir nur Nils Karate beibringen und du nimmst Nils Karate und machst daraus Flori Nils Karate. Ja, das stimmt, ja. Also, was ich noch nicht verstehe, ist, wann macht er lange Schlagfolgen und wann macht er kurze? Mhm. Weil bei kurzen kann man ja irgendwann dann selber angreifen, bei den langen muss man halt oft ausweichen. Jetzt ist die Frage, wann, welche sind welche? Boah, diese Rückhand, ey. 3, 4, 5. Ja, das ist eine super lange Folge. 5 Attacken sind das. Wenn er so die beide Schwerter nach oben nimmt. 5 Stück. Also, solange er das nicht macht, glaube ich,
gibt's Hoffnung. Ja. Und dann über diese flache Rückhand, da muss man ein bisschen aufpassen. Die macht nicht so viel Schaden. Ah, ich war zu gierig, ich hätte auch noch mal trinken sollen dazwischen. Aber du machst wesentlich mehr Schaden, wenn du zweihändig schlägst. Ja gut, aber wenn man die Schwerter so hochnimmt. Wir hatten doch noch eine Erstus-Scherbe irgendwann gefunden, oder nicht? Weiß ich nicht. Geh mal zurück. Ja, wirklich. Du hast eine Scherbe mehr. Ja, mach, was du willst. Aber wenn du eine Scherbe mehr willst, ich meine, du musst es nicht, aber stell dir vor, du hast gleich noch eine Scherbe und besiegst ihn dadurch. Scherbe bedeutet, die Flasche wird besser, oder was? Nee, wir kriegen eine mehr. Ach so, okay. Mhm. Ich hoffe, wir haben überhaupt eine. Das ist, aber ich meine, das ist ja kein, dauert jetzt ja nicht lang. Aber 9, das kann schon einen Unterschied machen. Just good, what need. Erstes Flakon verstärken. Ja, geil. Nice. Haben wir noch eine? Machen wir nur vorsichtshalber? Nee. Ja, komm, das hat sich doch gelohnt. Okay. Jetzt haben wir 9. Nee, war doch, wir hatten eine gefunden. Ja, hinter diesem Grabstein irgendwann, glaube ich, ne? Da hat das voll lange her schon. Aber man rastet auch automatisch, wenn man reist, ne? Dann, ja, ja, du hast jetzt. Wow, 9, als er angefangen hat, haben wir dich nie gedacht, dass es so viele gibt. Tja. 9 und plus 6. Ja, jetzt bist du doch gut gerüstet. Kommst du mit dem Schwert gut zurecht? Oder ist dir das andere lieber? Ja, ja. Ich glaube, es hat schon auch andere Eigenschaften, wenn man es einhändig führt als zweihändig. Mhm. Komischerweise habe ich das Gefühl, man schlägt schneller, wenn man es einhändig führt, was eigentlich merkwürdig ist. Aber ja, wird schon. Also du kannst ja jederzeit auch wieder zum anderen switchen, ne? Das ja, weißt nee, ja, absolut. Bekannt. Ja, das ist diese 5er-Kombo. Gut. Aber gut, solange man damit rechnet. Ja. Mit der Rückhand ist ja okay. Genau, es ist, glaube ich, eher besser auf der Feuerseite so ein bisschen näher zu stehen. Das ist die Rückhand nicht sehr, sehr gut. Ja, man hat nur so ein super. Ey, das ist ein so kleines Zeitfenster. Ja, ja, man muss Geduld haben. Das schaffst du. Ja, wie? Ich kann da nicht schlagen, wirklich. Ich kann. Oh ja, das ist der Auflader. So. Hier. Aber du hast ihm schon ganz gut Schaden gemacht. Was ist denn das jetzt? Beste Runde bislang. Boah, dieser. Ja, aber was soll man da machen, ey? Vor allem, wenn man einfach mal checken würde, wie viele verschiedene Angriffe er hat. Super. Das ist fast die Hälfte. Was? Gib ihm! Er verwandelt sich in etwas Grässliches mit Birken, mit Tannenzapfen. Nicht oh zwei! Nein, bitte nicht deine zwei! Lieblingssituation. Nein! Das liebst du ja so warum? Sehr. Jetzt sind sie ach, zu zweit. Und warum dann noch schießen? So ein Feuerboss mit diesem Feuermonster, das hat mir gefallen. Aber gut, okay, vielleicht sind es auch gar nicht immer zwei. Sieht gut aus. Vorsicht, er schießt. Boah, stark, stark! Boah, der kam von hinten. Ja, super. Super! Ach so, er ist jetzt nicht mehr der echte, oder wie? Der spawnt aber neu irgendwie. Yes! Nicht zu gierig werden. Das machst du super. Boah, boah. Okay. Hat sich getrunken, wenn ich? Okay.
Oh, das war auch richtig. Na gut, okay, wieder ein Doppelding. Na gut, okay. Dann ganz kurze Entspannungspause, aber ich glaube, der ist heute noch machbar. Den kriegen wir bis gleich. Den schaffen wir, Mann. Hier ein Paket für dich. Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links. Willkommen zurück zu Knallhart Durchgenommen, zu einer klassischen Boss-Folge, in der Nils sich jetzt die Ehre erweist und schön dem Hohepriester Sullivan zeigt. Ja, du hast ihn fast geschafft. So. Also, ich meine, du würdest ihn vielleicht beim nächsten Mal schaffen und dann hätte ich gar nicht die Gelegenheit gehabt, mich auch einmal mit ihm zu messen. Aber ich glaube, doch, du musst ihn schon. Du hast wahrscheinlich auch jetzt Bock, weil du, glaube ich, ihn Bock, fast hattest. So. Deswegen, ich mache jetzt mal so und dann, aber ich werde ihn ja nicht beim ersten Mal schaffen. Aber einer von den beiden hatte dann noch so einen Lebensbalken. Also ich glaube, einen kann man auch kaputt machen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß nicht, wer der echte war jetzt, der Schwarze oder der Bodentyp. Aber auch ganz schön feige, dass er sich da jetzt noch einen anlachen muss, ne? Also das zeigt schon, dass er auch Respekt hat. Diese innere Zerrissenheit. Sullivan, ha? Huh? So sieht man sich also wieder. Okay, mit der flachen Rückhand. Okay, dumm. Das war dumm. Oh, der ist weg. Oh, das. Da bist du. Boah, der ist schnell. Der ist schnell. Okay, das war dumm. Ich hätte einfach abhauen müssen. Okay, jetzt habe ich da so zwei am Latz. Aber jetzt hätte ich ihn vielleicht nochmal hauen können, ne? Okay. Oh, Scheiße. Alter Schwede, ist klar. Bleibt ja noch vier. So, die sind auch immer so ein bisschen gespiegelt in ihren Attacken, oder? Also, ja, der eine macht was und dann macht der andere das nach. Also, es ist Nachmacher 80, Hosenscheißer 90. Ich glaube, der Schattentyp ist der, der den Lebensbalken hat. Aber. Mhm. Ja, okay. Also, erste Phase finde ich wirklich einfach an ihm dranbleiben. Wir haben jetzt halt die ganze Ausrüstung auf Frost ausgelegt. Ja, das ist eine. Wir haben ja auch ein bisschen geskillt. Du kannst ja gucken. Frost. Du kannst, guck mal, warte mal ganz kurz, bevor du hinläufst. Du kannst doch den Bogen rausnehmen, den brauchen wir ja nicht. Den sparen wir ein bisschen Gewicht und die Fackel auch. Wie macht man das? Richtig, genau. Und den Bogen auch. Genau, und jetzt haben wir echt noch ein bisschen Potenzial. Also, der hat ja Feuer wahrscheinlich, ne? Also.
Das andere dürfte eher Magie sein, meine ich, oder? Was meinst du? Ja. Den hier? Der war eigentlich immer ganz gut dabei. Ja, Feuer, ja. Absorbierung, physischer Feuer. Ja, wir haben noch ein bisschen, ja, 67, also irgendwas können wir noch. Muss immer da oben halt da ja, genau. Achten, genau. Solange unter 70 ist, alles gut. Das hat viel mehr Magie. Der hier? Ja. Das ging vorher ein bisschen besser. Und physisch ist natürlich auch 13, ja. Ja, ist doch gut. Ja. Ich glaube, der ist auch noch besser. Okay. Gut. Guck mal, das ist doch schon mal ein anderer Anblick hier. Ja, der kennt uns gar nicht wieder. Wir sind auch zu zweit, auf eine Art. Ja, im Zweihänder auf jeden Fall. Nee, du, das muss jetzt echt nicht sein. Oh nee, das ist natürlich echt ärgerlich. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr die Forstausrüstung und damit sind wir natürlich ausgeliefert. Ey. Forstjüngern hier. Kann ich noch nicht anvisieren, nachdem. Ja. Macht aber auch nicht immer diesen Rückhandschlag. Nee. Das ist diese Verzögerte. Den hast du gut ausgewichen. Das macht das. Ich habe einfach nur gehämmert, den die Taste okay. Zufällig geschafft. Ach. Täuscht er an und dann guckt er genau, wo du landest und dann macht er Stomp. Manchmal kommt der Ripostschlag direkt und einfach gar nicht. Naja. Gibt's noch? Ach Mann. Ja, es ist frustrierend, wenn man denkt, man hat ihn verstanden, aber dann macht er Sachen anders oder ich hab's falsch gesehen. Frustrierend. Aber. Ja. I know what you mean. Es ist so bei Bossen. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie das grundsätzlich ist, ob die immer die gleichen Muster haben oder ob die Moves auch teilweise willkürlich ineinander reihen. Naja, das ist, glaube ich, auch bei Bossen unterschiedlich. Der hat halt einfach so ein Portfolio an Attacken und wie er die macht und wann er die macht und so. Ich glaube schon, dass das genau dieses, dass es random ist, ist auch teilweise das, was es so schwierig macht. Manchmal macht er halt diesen Schlag direkt in seinen Rücken und das hängt halt davon ab, ob man Schaden machen kann oder nicht. Und dann muss er halt trotzdem irgendeine Entscheidung treffen.
Ja. Ah, okay. Super. Ah, schwer. Naja, ich, also... Trinktiming ist auch echt immer gemein. Ja, man muss an ihm dranbleiben. Das ist, er ist, wenn man an ihm dran ist, ist er auch reduziert auf gewisse Attacken, ist mein Gefühl. Er macht da so zack, zack und manchmal haut er dann ab 3 Meter, muss man direkt wieder an ihn ran. Das war schon alles mein Fehler. Ich... Und auch eben, dann habe ich halt, da macht er halt diese 5er-Attacke. Ja, genau. Ne? Ich glaube, da ist der 3. so leicht verzögert. Ja. Und da. So, und der 3. und 4. kommt dann wieder ganz schnell hintereinander. Dann hat er auch halt auch diesen Kreisangriff sozusagen. Da muss man dann auch aufpassen, dass man richtig rollt. Oh nein. Ja, das ist so blöd, wenn man nur noch auf das Trinktiming achtet und dann nicht mehr genau weiß, was los ist. Ja, es gibt solche und solche Runden. Manchmal, ja, nee, absolut. Manchmal kommt man einfach nicht rein. Da hat man von Anfang an das Gefühl, okay, man kommt, der lässt. Ja, man hängt ihm hinterher, immer nur, ja, wenn man nur noch trinken will und er aber macht, was er will. Ja. Aber das wird. Also, wir haben jetzt 2-mal schon in Phase 2 gehabt. Du hast ihm einmal ja, fast schon platt gemacht, eigentlich. Du hattest ihm ja schon den Großteil seines Lebensbalkens abgeknabbert. Aber die sind irgendwie jetzt, manchmal habe ich das Gefühl, dichter dran hier, diese Eismenschen. So. Aber wie ich einfach... Ich wusste, dass das passiert. Das ist jetzt einer dieser Momente. Genau das passiert. Okay. Alter, wie wir aneinander vorbei diskutieren hier. Ah, ich hab's gesehen in seinem. Ja, die flache Rückhand und jetzt kommt die flache Vorhand. Na, jetzt war er wieder ab. Das war der Verzögerte. Nein, hau ab, Nilsi! Ja, ich hatte sie schon getriggert, die Schläge. Ja, wenn du dich in Ruhe heilen kannst, ist ja nicht so schlecht. Warte. Das ist echt hart. Nein. Einen Schlag, den ich getroffen hat.
Oh Gott. Ah, ich habe keine Flasche mehr. Ah, das war's. Wow, aber mega guter Try. Mega gut. Echt zu langsam. Richtig gut. Also, die zweite Phase, hast du ja gesehen, das ist ein Zwillingsangriff jedes Mal. Ja. Zips ab. Zips ab. Und wenn dann. Ja, das ist das Einzige. Du siehst, der macht das dem eine Sekunde später nach und dann kann man in aller Regel. Zum Beispiel bei dem einen Ding bin ich eben einmal nach vorne. Das war, hat ganz geil funktioniert. Da ist er quasi auf mich gesprungen und ich bin dann. Einmal nach vorne, einmal zurück sozusagen, weißt du? Aha. Aber der ist eigentlich sehr ganz cool. Den kriegt man hin, der ist nicht unfair. Kann man ihn anvisieren, bevor er seinen Schlag fand? Ja, ja, aber nicht. Jetzt. Ganz kurz vorher. Jetzt kommt der Schlag dann, aber manchmal halt auch nicht. Fünfer. Ja, vielleicht darf man echt nicht hinter ihm sein, nachdem man ihm ausgewichen ist, weil dann diese Chance auf den Rückschlag kommt. Ne? Vielleicht muss man echt dann, nachdem man ausgewichen ist, eher vor ihm sein, damit der nicht mehr kommt. Aber die flache Rückhand nicht mehr kommen, naja. Ja, auf jeden Fall immer an ihm dranbleiben. Das ist echt so. Dann macht er auch, meistens macht er dann immer nur so diese zwei Attacken, so dieses Schwingen. Oder dieses nach hinten wegspringen oder was er da macht. Oh, die kommen immer so. Ich hasse das, ey. Das kribbelt mich. Dazu wissen, dass da noch so im Rücken welche. Gemein.
Oh nein, ey. Aber schön, ey, du kommst so souverän in die zweite Phase. Das ist echt nicht schlecht. Ja, das war jetzt, da habe ich es weggeworfen am Ende. Da war ich zu unvorsichtig. Da war ich, hat mir Geduld gefehlt einfach. Ja. Das ist, weil ich wollte dann, ich habe nicht abgewartet, bis der perfekte Moment war, um reinzugehen. Ich habe gedacht, so, ich gehe jetzt rein. Und dann haben sie aber noch ihre Attacken noch, gingen dann noch weiter. Und dann war ich wieder permanent in diesem. Das war der Fehler. Da hätte ich geduldiger sein müssen. Das ist zum Beispiel eben, als ich so wenig Health hatte und keine Flaschen mehr, da habe ich mir Zeit gelassen, weißt du? Mhm. Und da habe ich denen ja noch ein paar Schläge. Und wenn, ja, genau. Ne, da vom Mindset, da war ich richtig drin. Da habe ich gedacht, so, ja, komm, jetzt will ich mal fertig werden hier. Das war der Fehler. Wie viele da kommen. Stark. Stark. Super. Fünfer. Sechs, oder? Ja. Sechser sogar, ja. Jetzt hast du ihn, hau ab. Explodiert, explodiert. Hau ab, hau ab, hau ab. Ich bin dringend betrunken, oder? Da in der Situation kannst, Schaden, da kannst du ihn machen, ja. Aber nicht bei der ersten. Dieser Feuerstump. Naja, aber auch schon mal das Phase 2. Also das war teilweise natürlich. Bist du da richtig gut durchgetänzelt, muss ich echt sagen. Das sah richtig gut aus. Oh, Mann. Du hast Geduld. Lockeres Ding. Oh Gott, stell dir mal vor, wir hätten das andere Bonfire nicht jetzt noch gefunden. Oh, ja. Und wären dann diesen Weg immer gegangen, ey, Alter. Da wären wir jetzt aber jetzt schon auf der Couch, wären wir da jetzt schon der Seelencouch. Alter, wieso springt er denn anstatt zu schlagen, ey? Sprung dahin! Er wollte es zu cool machen. Na, das ist der Fluch von Labo. Jetzt habe ich die Situation, die ich nie wollte. Jetzt habe ich. Und tschüss. Jetzt bin ich in der Trinkfalle. Bin ich auch schon wieder ein bisschen raus. Unnötig.
war zu früh. Jetzt komme ich nicht mehr weg, das ist schwierig jetzt. Ja, da. Helm, da hätte ich nach vorne wahrscheinlich rollen müssen. Aber wenn er dir seinen Kumpel beschwört, kann man echt gut Schaden machen. Ja, also da hast du echt nochmal einen Fünftel weggeballert. Ja, nicht zu früh rein. In dem Moment. Und die Frage ist, ob man dann auf seinen Kumpel sich ein bisschen konzentriert. Weil ja, wenn man den wegkriegt, also er beschwört da wahrscheinlich noch einen neuen. Aber wenn er einen neuen beschwört, kann man da auch wieder rein. Ach so, das stimmt, ja, das kann gut sein. Aber da, also in der Beschwörungsphase würde ich sich versuchen, auf den zu konzentrieren und danach auch, wahrscheinlich kann man den ja auch anvisieren. Das macht wahrscheinlich echt einfach wirklich was aus. Wenn der weg ist, ist der wieder ein ganz normaler Typ, ne? Hat er seinen Kumpel nicht dabei. Obwohl er wahrscheinlich dann auch Phase 2 Angriffe macht, also so dieser Feuerkreis und alles und so. Die aber das, eigentlich einfacher sind. Ja. Die sind ja nur schwer, weil sie gespiegelt werden von ihm. So, jetzt Sullivan, let's go. Aha. Einmal ein bisschen. Klunk. Fünf, Sechser. Ah, nicht doch der Sechs. Nennen wir sie Sechser. Sixpack. Jetzt hast du ihn Phase 2, das passt doch perfekt vom Timing her. Nicht zu früh rein. Ja, jetzt kannst du ihm geben. Ich find's dumm, einfach einen Knopf zu drücken. Hälfte kriegt man ihm auf jeden Fall weg von diesem Geist. Steckt er sich immer hinter dir? Stark. Ich sehe leider auch immer nichts genau. Das ist mein altes Problem. Komm bitte den anderen. Also die beide hoch. Der ist mein alter Feind anvisieren. Das ist. Ah! Der ist immer wieder verliert, leider. Naja. Ja, das ist ja eigentlich geht schon. In dem Fall, wenn man sich sagt, okay, ich will den Schatten platt machen, dann ist das ja auch eigentlich eine gute Idee, wenn man den nicht anvisiert, weil du kommst sonst an den Schatten nicht ran. Weil der sonst. Ja, der portet sich ja auch immer rum, ne? Das ist dann. Ja. Und dann verlierst du immer wieder das Anvisieren. Ey, es ist, man darf, wichtig ist einfach immer nur, der die Aktion vorgibt, immer zu wissen, okay, da kommt eine zweite. Hm. Das heißt, in dem Moment, wo die zum Beispiel hochspringt, weißt du, bam, bam. Ja. Und dann musst du einfach rollen. Und es ist scheißegal, wo der ist. Du weißt genau, oder auch mit diesem, was, wenn er diesen Desen macht, ne? Wenn er so, dann weißt du, zack, du rollst den ersten weg und musst direkt wieder zurückrollen. Oh, ja, ja, ja. Wer stellt den Unterricht? Ach, hör doch jetzt auf, Mann. Nee, absolut. Und du gehst auch auf den dunklen? Ich probier's mal, ja. Okay. Also wenn ich das schaffe, jetzt in die zweite Phase zu kommen und ihn direkt in der Transformation die Hälfte abzuziehen oder so, dann versuche ich den natürlich ganz platt zu machen, klar. Ah, das gibt's doch nicht. Oh, Rückhand. Okay. Gute Tage, ne?
wie eine Flakonfalle. Okay, jetzt bin ich. Das ist einer dieser Momente, wo ich nicht mehr reinkomme. Ihn doch. Nein, nein. Ist es alleine, oder was? Ja. Sehr schön gemacht. Mega gut. Yes! Es war genau, wie du es gesagt hast. Den schwarzen Zwilling getötet und dann in der neuen Beschwörung nochmal richtig Schaden gemacht. Sehr schön. Mega gut. Oh, alter Schwede. Einmal, ich müsste Glück gehabt. Stark. Ja? Ja, ja. Am Ende, als da hatte ich noch so einen Zipfel und da war ich schön drauf. Und da kam, war ich hinten an die Rand, an die Wand gedrückt und er hat da seine Sechser-Kombo gemacht. Und da wieder in eine Situation zu kommen, dass ich mich nochmal heilen kann, das war schwierig. Boah. Aber du hast dich gefangen. Das war Sullivan. Der war lustig. Richtig gut. Den Boss fand ich gut, aber den kommt man gut entschlüsseln. Mhm. Also man hat bei jedem Versuch gemerkt, okay, ich kann ihn mehr dechiffrieren. Ja. Und am Ende haben wir ihn gepackt. Es ist so, es gibt so Bosse, die machen keinen Bock, weil die einfach unfair oder so sind. Und der ist echt irgendwie, den fand ich ganz gut. Wichtig. Okay. Scheiße. Jetzt fahren wir mal hier immer kurz nach Hause, oder ist hier noch irgendwas? 28.000. Ja, okay, hier geht's nochmal weiter. Nee, bevor wir irgendwas hier machen, einmal die Seelen nach Hause bringen und wieder zurückkommen. Stark. Aber der Witz ist, dass du ihn ja in dem ersten Stint, hattest du ja ihn ja auch einmal schon fast. Ja, irgendwie habe ich es geschafft, ja, aber danach schwierig. Ja, das ist oft so, wenn du völlig unbedarft rangehst und mal machst, so, dann bist du viel entspannter, als wenn du schon denkst, oh nein, gleich kommt das, Hilfe. Ja, absolut. Und hast du jetzt ein Item bekommen oder irgendwas? Oder können wir jetzt das Item Boss-Seele bei dem kaufen, gucken, bei dem hier Holdmeister? Oh, komm, warte mal. Wer ist er denn hier nochmal? Oh, and we meet again. We spoke before on the road of Sacrifice. Ach, die waren das mit dem stummen Ritter. Henry of Astora. Die war das. I'm well pleased to see you safe. Die andere war das gar nicht. Die uns jetzt töten will. But Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Mhm.
Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley. Da waren wir gerade. Ancient fabled city. Haben wir gerade Altnähte, wir haben ein Priesterblatt gemacht. Helmut told me that the city lies beyond Farren Keep. And so becomes our destination. Da waren wir doch. Können wir das nicht mal sagen? Bisher hatten wir nie Dialogoptionen, aber vielleicht kam jetzt die Möglichkeit. Nee, nur ja oder nein gibt's, ne? Nee. Ja, also ich wünschte, ich könnte ihr sagen, dass wir da waren und schon diesen einen hohen Priester da platt gemacht haben, aber das will sie nicht, okay. Ja, das dauert immer, bis die Informationen weiß, ja, ja, ne? Aber irgendwann wird sie es wahrscheinlich schon bekommen. So, ich bin noch ganz zittrig von diesem. So, warte, Seele eines verirrten Dämons. Wen haben wir denn? Hohepriester Sullivan. Ah, guck mal, oh, guck mal, das sieht aus. Ah, nee, schade. Das ist leider ein Zauberschwert. Da und, oder das. Oh ja, das ist ein Stärkeschwert, scheiße. Gottloses Großschwert. Ja, okay, das ist schade. Das sind die beiden, die er uns gibt. Also, leider kein Geschicklichkeitsding bei. Also, das bringt uns beiden nichts. Leider. Dann steigen wir mal eine Runde auf. Machen wir? Machen wir Geschicklichkeit? Ja. Ist nie schlecht. 10 fehlen noch jetzt, ja. Ziemlich genau. Kriegen wir die hin? Ja, ja. Zwei großen Seelen? Das müsste eigentlich noch drin sein. Im Budget. Vielleicht ist das ein 8 oder? Mutigt. 10! Mega gut. Oh. Und was noch? Willst du noch mal... willst du noch mal Belastbarkeit nehmen, dass wir was Besseres ausmachen machen können? Ja. Oder sonst noch mal... Oder Kondition, Vitalität. Genau. Ja, komm, machen wir einmal noch Belastbarkeit, dann können wir bessere Sachen aus. Also wünsch dir das doch. Cool. Ich weiß doch, dass du das auch ein bisschen Fashion Souls-mäßig möchtest. Ich finde, wir sehen schon ganz schick aus gerade eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Haben wir nicht auch so passende Stumpen zu diesem Kostüm? Das hier, oder? Wie wären das, ja. Jetzt eh die Frage, wo man als nächstes hinkommt, ne? War das jetzt schon der... Nee, wir haben doch noch diese ganzen Katakomben unten, wo der Zügelritter uns drauf aufmerksam gemacht hat. Ja, wir haben richtig viele Sachen noch. Und jetzt haben wir komplett... Jetzt haben wir ein durchgehendes Outfit an. Bis auf den Helm, glaube ich, oder? Des Hohepriesters. Der hat gar keinen Helm wahrscheinlich, gar keinen richtigen Helm. Ja, jetzt weiß ich ja eh nicht, was als nächstes kommt, ne? Oh, okay. Sieht mir noch ganz süß aus. Schneidig. So, mein Lieber. Dann, bisschen. Geht's hier weiter, oder was? Ja, ich weiß nicht. Also, da war ja noch eine auf jeden Fall so ein Tor. Da geht's auf jeden Fall irgendwo hin. Ob da jetzt eine Sackgasse ist oder ob es da weitergeht, das werden wir sehen. Und, Njam. Kannst ja auch einfach erstmal noch ein bisschen umgucken. Genau. Das mag ich auch immer, wenn man den Boss geplättet hat, nochmal sich in Ruhe in seinem Zuhause umzuschauen. Viel Beichtstuhl hat das hier. Also so Kathedralen scheinen ein wiederkehrendes Thema. Ich weiß nicht, generell in Dark Souls oder in diesem Teil hier zu sein. Ja, auf jeden Fall. Aber das wird immer gern genommen eigentlich. Die sind ja auch einfach, also erstmal kann man da geile Bosskämpfe machen, weil die so groß sind. Und dann sind die einfach unglaublich imposant. Und man kann das auch storytechnisch, glaube ich, ganz gut verweben in irgendwelche... Ja, das gehört einfach dazu. Glauben war immer schon zur Ritterszeit irgendwie mächtig. Mhm. Okay, das ist doch ein größeres Gebiet offensichtlich. Aber es ist hier erstmal nur Balkonanlage. Da rechts ist ein Item noch, ja. Ist das ein Kristall? Ah, ja, ein Lurch. Lurchimann. Vielleicht gibt er ja mal wieder einen Brocken zur Abwechslung. Ich funkel die da nicht. Der gibt immer dasselbe und immer freuen wir uns und es ist immer dasselbe, was wir nicht verwenden können. Ja, vielleicht haben wir irgendwann mal eine Waffe, wo wir es brauchen, dann freuen wir uns aber.
jeden Fall ein schöner Balkonhof hier. Ja, auf jeden Fall. Ein Brocken. Gib mir ein Brocken. Vielleicht finden wir irgendwann mal so eine Schmelzanlage, wo man die kleinen in die großen umschmelzen kann. Oder wir finden so ein Becken voller Brocken. Tausende. Riesen. Ja, war das nicht die Katakombenteil der Riesen? Ey, das waren die Basiliskenriesen, oder? Wirklich? Sahen die nicht genauso aus? Die Basiliskenriesen? Kann sein, aber irgendwas hat sich hier zugrunde gerichtet. Ja, die wurden immer wahrscheinlich für irgendwelche Arbeiten. Oh, was ist das? Na klar. Wer marschiert denn da? Guck mal, so ganz entspannt marschiert er da auf uns zu. Den Bogen haben wir weggerüstet wegen Gewicht, falls du den suchst. Entschuldigung. Der sieht wirklich aus, als wenn er sich nochmal unterhalten möchte, aber dann irgendwie dann doch nicht mehr. Zwei oder wie viele noch? Alter, so Lollies. Hier, Drummer, zwei Lollies, Kojak. Ah, das liebe ich ja, gegen mehrere Gegner zu kämpfen. Aber lass dich nicht in den Sandwich nehmen. Okay, ja, mach weiter. Ja, mach gerne weiter. Hört einfach mich nicht auf. Lässt sich nicht aufhalten. Ach ja. Ja, gut. Ach, ja. Aber die Zeit. Aber ich würde sagen, wir belassen es bei diesem riesigen Erfolg von dir. Den Hohenpriester Sullivan. Nee, das ist immer ein Teamwork. Und ich glaube. Wir haben noch einiges vor uns. Wir haben noch in dieser riesigen Kathedrale noch einiges vor uns. Ja. Die Katakomben unten haben wir entdeckt. Aber das ist ja immer gut, wenn man schon so ein paar Schritte im Vorhinein weiß und nicht hängen bleibt. Und das wird uns nicht passieren, denn nächste Woche geht es definitiv weiter. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß, viel, viel Erholung. Kommt mal ein bisschen runter, entspannt euch mal nach dieser aufregenden Folge. Denn jetzt wird wieder gesucht und an Trashmobs gewiped. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und denkt immer dran. Good. Tschüss.